Tadaimatuje Soko zu Grandia 1 auf der PlayStation 1, wo wir im letzten Part Fina gerettet haben. Und ja, Fina ist ja Ikarierin und so, das hatten wir ja schon geahnt, wo wir ihre Schwester getroffen hatten, die da sich als Ikarierin geoutet hat. Und ja, wie gehen wir weiter vor? Wir haben ja, nachdem wir die Medaille haben und so weiter, ist jetzt Leine unser nächstes Ziel. Das heißt, es geht wieder zu Milda. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, Augenblick. Mir juckt gerade das Ohr. Sekunde. So. So, Kopfhörer. Gut, ja, also, wie gesagt, auf nach Leine, da gibt's irgendwie einen Storyverlauf mäßig geht's weiter dann so irgendwie so, ja, vergessen. So, als erstes machen wir die Sau fertig. Release, nimm das und das und den und Fina ist ja eigentlich total hilflos. Darum werde ich die einfach hier mal zum Heilen missbrauchen. Das kann sie am besten. Ja, eigentlich ja. Wir haben ja schon. Die letzten drei Parts hatte ich ja letztes Jahr aufgenommen, also wünsche ich euch in diesem Part nochmal ein gesundes neues Jahr. Auch wenn es jetzt schon der halbe Februar, Quatsch, der halbe Januar geschafft ist. Das dürfte am 13. hochkommen. Ja, insofern ich es schaffe, es hochzuladen. Weil ich nämlich am Wochenende bei meinem Freund bin. Sein Geburtstag feiern. Ja. Also gestern war sein Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Schatz. Ja, 31 ist er geworden. Ein Dreivierteljahr jünger wie ich. Ich werde ja in 3 Monaten sozusagen schon 32. Ich bin eine alte Schachtel. Ja, und für die, die es noch nicht mitbekommen haben, vielen Dank für 150 Abonnenten. Ich hatte schon 152, jetzt sind wieder 151. Und keine Ahnung, wenn der Part hochgeladen wird, dann sind es wahrscheinlich nur noch 149? Also, hier lang? Ich weiß nicht mehr genau. Gefährliche Kiste. Wow. Wah! Okay. Ach, scheiße, aber auch. Ich habe das Gefühl, ich hätte doch den anderen Weg nehmen sollen. Ja, klar, Flammenschuss. Fina ist also eine Zauberkünstlerin. Da waren es nur noch 0. Ja, Pussekuchen. Das habe ich sogar verstanden als Nicht-Englisch-Fachwissende. Guido ist auch nur vorübergehend in der Gruppe, also der ist kein Endbestand-Mitglied. Das so am Rande. Aber er wird uns eine Weile begleiten und das ist auch ganz gut so, weil er eigentlich an und für sich kämpfen kann. So, ja. Scheiße. Hinterhalt. Das war sowas von klar. Kein Part ohne Hinterhalt. Na doch, aber. Ja, ihr kennt mich ja. Normalerweise mag ich sowas nicht. Und wenn ich Kämpfen aus dem Weg gehen kann, dann gehe ich ihn auch aus dem Weg. Was mir übrigens nicht so auf der Grandeur bekommen ist, weil ich ja dadurch weniger Training habe. Aber ich will es ja auch spannend halten.
Weil ich sonst, also sonst, da bin ich immer wirklich keinem Kampf aus dem Weg gegangen. Ich habe alles bezwungen, was nur in Reichweite war. Und das war dann auch der Grund, dass ich so einfach durchrushen konnte. Aber im Let's Play will es mir ein bisschen schwerer machen und deswegen, ja, minimale Kampfbeschränkung, weil Kämpfe sind ja auch langweilig, wenn man nur zugucken kann und ist ja auch immer dasselbe und so weiter. Und ich weiß ja nie, was am Ende des Let's Plays dann irgendwie Fahndungssache ist. Ah, egal. Jedenfalls weiß ich nicht mehr, wo ich nicht wollte. Ich will dich nicht kämpfen. Okay, gut. Ja, und wo komme ich wieder an? Natürlich am Anfang. Nein! Schon wieder hinterhalt! Oh Mann, Leute. Gut. Wie machen wir das? Fina. Feuerpeitsche. Auf dem da. Ende der Welt! Oh, ja, Feuer sind natürlich... Also die Schweine sind zwar nicht gegen ihre Peitsche... sind zwar gegen ihre Peitsche total immun, aber gegen Feuer sind die Viecher hier im Gebirge sehr anfällig. Alle zusammen, na toll, da hat sich geteilt, die Sau. Ja, du bist aber tot, haha. Was war denn jetzt Ende der Welt? Ende der Welt. Ich suche gerade mal, wo ist das Ende der Welt? Ah, hier. Weltende. Cool. Macht alle Feinde den Erdboden gleich. Haha. 33 Zauberpunkte. Ja, toll. So viel habe ich nicht mal mit voller Kraft. Also, können wir das auch erstmal gar nicht zeigen. Aber man muss halt immer eine gewisse Feuerelementstärke erreicht haben, damit man das lernen kann. Aber es wird sicherlich gut bei Endboss, wenn es wirklich so ist, dass alle Feinde, es sei denn, sie sind immun, dann ist es natürlich scheiße. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich Ende der Welt schon mal hatte. Skurrilirosi, Skurrilität. Gott, ich fange wieder an mit neuen Wörtern. Aber warte mal, wenn ich hier eh gerade in der Nähe bin, dann kann ich noch mal kurz aufheilen. So, und dann gehen wir halt noch mal den Weg, den wir gegangen sind. Nur halt nicht nach links dann, sondern nach rechts. Also sprich, nicht hier, sondern da. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Verdammt. Habe ich irgendeine Ausfahrt verpasst oder wie? Ach so, da. Ja, ich habe eine Ausfahrt verpasst und krieg gleich wieder einen Hinterhalt. Ach Gott, nee. Hätte ich alles einfacher haben können. Okay, Fina, du hast Flammengeschoss. Ja, das nützt euch wenig, denn jetzt kommt hier Feuer! Hey, gab's da nicht sogar von Scooter einen Song? Wie hieß denn der? Wie ging der? Irgendwie so ging das. Ja. An mehr kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ja, Scooter ist schon geil. Auch wenn er auch schon ziemlich alt ist. Also, er ist alt geworden. Ich fand den immer so toll. Die Musik von Scooter, die hat gerockt, gefetzt. War geil. So, jetzt muss ich überlegen. Ich mach mal einen kurzen Abstecher. Hey! Gut, dass ich den Weg gegangen bin, sonst wäre ich wahrscheinlich wieder im Kreis gelaufen oder so. So. Dann versuche ich mal dem Pfeil zu folgen. Ach, hier liegt sogar noch was.
ich noch nicht in Leine? Ich muss doch in Leine schon gewesen sein. Lebsam. Benutzen. Maximal TP. Fina. So, dann wieder zurück. Ich dachte eigentlich, ich wäre hier schon gewesen. Also, ich war definitiv schon mal hier, aber ich weiß nicht, ob ich mit euch schon mal hier war. Oder ob das in einem anderen Spielstand war, wo ich selber gedingst bin. Auf jeden Fall müssen wir uns hier, glaube ich, halten. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Ich tue euch auch nichts, wenn ihr mir nichts tut. So, ach ja, hier muss ich... Okay, scheiße. Ich scheine hier doch noch nicht gewesen zu sein. Ich muss nämlich erst noch einen Schneeball rollen. War das hier? Lass mich! Scheiße. Natürlich wieder von hinten, wo es kein Kindergeld gibt. Mann, Mann, Mann. Aber ich lasse mich nicht schwängern hier. Von euch Affen schon gar nicht. Nur Schweine. Affen und Schweine. Voll geil. Guido! Ist als erstes dran. Rap. Machen wir mal Steinwurf. Dann haben wir alles mit einmal weg und können weiter. Wenn Fina mit Messer kämpfen würde, dann hätte sie auch Chancen, was zu töten, aber dass sie halt vorläufig Peitschen benutzt als Domina, ist ja wohl klar. So, ach Mann, das könnten wir auch mal ein bisschen beschleunigen. Ich finde trotzdem, dass das das besteste Spiel gibt, ist, was es... Dass das hier das beste Spiel ist, was es überhaupt irgendwie... Oh nein! Strich in die Eier, du Lustpaket, ey! Ist doch nicht wahr. Das ist doch jetzt bestimmt schon... Lass mich zählen, ich glaube, der fünfte Hinterhalt in einem Part. Kurz auf die Uhr geguckt, ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, nee, klar, auf Fina, ist klar, ne? Da werden wir mal ein bisschen abstellen. So. Giro. Ich bin der kleine Giro. Mach ich mich früh. So, Rap macht ja noch ein bisschen mit, damit das auch ja klappt. So, Justin. So, Fina heilt sich, glaube ich, mal selber, sofern sie es schafft. Ja. Hat ja diesen Schnellzauberring. Mit dem geht alles immer viel schneller. Den hätte ich, glaube ich, auch Justin anlegen sollen, wo ich, gegen den Boss kämpfen musste, damit er sich selber schneller heilen kann, aber da war ich halt nicht schlau genug. Beziehungsweise hatte den Fina ja an und ja, hatte ich es dementsprechend nicht mehr im Inventar. So, jetzt aber. Eine Geschicklichkeit, 3 Hinterhalts. Wollen wir mal, ihr könnt ja mal mitzählen, vielleicht so mache ich das mal im Wettbewerb. So, was haben wir hier? Ach so. Okay. Also, da war was. Also, okay. Dann sind wir jetzt einmal im Kreis gelatscht. Herrlich, sowas. So, diesmal machen wir keinen Hinterhalt, sondern Direktangriff. Und zwar von vorne. Schneeschweine. So, Fina heilt sich nochmal selber, weil sie noch nicht so ganz auf dem Damm ist. Die anderen können die Schweine übernehmen. Ob wir es noch in diesem Part nach Leine schaffen, wir werden sehen. Wahrscheinlich nicht. Werden wir erst nächste Woche schaffen. So, mal gucken, ob da was zu klauen hat. Ja, zeig doch mal was. Hast du da Schönes? Tada! Ja, hat irgendwas abgeknüpft. So haben wir es gern. Lamm, Flüssigkeit auf Justin, war klar. Ich
würde sagen Feuersäule auf den Knaben, weil er so schön mittig steht. Ja, Flamme, brenne. Wow. Das sieht doch schön aus. So richtig schönes Feuerwerk. Und Giro übernimmt dann so die restliche Schnecken hier. Na, 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 na. Alles mal auf X drücken, damit das hier ein bisschen flotter von der Hand geht. Die haben ja sowieso kaum noch Leben. Ha. Hast du aber schlecht geschätzt, Junge. Weil Justin ja schon gelebt ist, kann er ja schlecht normal leben. Oh, nein. Fina liegt mal wieder am Boden. Die lässt sich immer so leicht beschwatzen von den Schweinen. Mm, we won, we won. Ja, Guido, schön, dass wir gewonnen haben. Hätte mal was... Was ist das? Ach so, das ist so eine Angriffsrolle, die irgend so einen Schaden macht. So, weiter geht die Schäke. Schose. So, wenn ich mich recht entsinne, dürfte hier, glaube ich... Nee? Schitte. Oder? Oh, ich verliere total die Übersicht. Wisst ihr das? Okay, hier ist es. Warte mal, sind wir jetzt hier wieder am Anfang? Hatte ich da nicht so einen komischen Beutel gefunden? So, dann laufe ich mal hier lang. Okay, hier scheine ich noch nicht gewesen zu sein. Da oben noch so Affen rumspringen. Lass mich. Und das steht euch, mich anzugreifen! Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh. Muss ich eigentlich so einen Sailor einmal und sagen. 5. 6. 7. 8. 9. Täterangriff. Aber wisst ihr was? Blonde Chance! Fina ist da so schnell, da habt ihr gar keine Chance. Ja, Flamme, brenne! Oh, was? Hat denn noch einer überlebt? Oh, aber der krümmt sich schon so vor Schmerzen. Er wird gleich vergehen. Yeah, Billy! Und tschüss! So, ich würde sagen, das genügt für diesen Part. Ich werde den gleich mal einen Upload tun, damit ihr den auch Montag gucken könnt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche Montag wieder ein und schaut Grandia. Ich werde gleich den nächsten Part für euch aufnehmen. Und dann erreichen wir bestimmt auch Leine. Bis dahin sage ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.